Hi Leute, der Johnny vom Dachboden ist wieder da. Und zwar heute mit seiner Maiskolbenpfeife. Da ist er. Das ist meine kürzlich erworbene Missouri-Meerschaumpfeife, wie man so schön sagt. Beziehungsweise wie die Firma sich auch nennt. Und daraus rauche ich heute den Winslö Nummer 1. Lässt sich super rauchen und für das wenige Geld bin ich echt begeistert, kann man sagen, beziehungsweise gefällt mir, also lässt sich doch recht vernünftig rauchen. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe jetzt hier eine mit Papierfilter, nur keine richtige 9mm Filterung. Ich weiß noch nicht, ob es die gibt bei uns in Deutschland. Immer ganz interessant zu wissen, weil das wäre natürlich für mich persönlich nochmal schöner. Ich rauche halt lieber mit Filter, wie schon gesagt. Na ja, gut. Aber heute soll es um ein Thema gehen, was ich schon mal im Kleinen schon mal angeschnitten hatte. Und zwar geht es heute eigentlich um eine ganz andere Pfeife. Das ist eigentlich hier nur quasi das Nebenobjekt meiner Maiskolbenpfeife. Jetzt will ich es natürlich nicht so schlecht machen hier. Sonst versagt sie mir hinterher noch gleich einen Dienst, weil sie eingeschnappt ist. Aber es geht um ein ganz besonderes Stück, wovon ich in dem Video über die Savinelli-Pfeife, genau das war das Video, wo ich schon mal angeschnitten hatte, dass es noch eine Pfeife gibt, die ich habe zurücklegen lassen, bei meinem Pfeifenhändler das letzte Mal, die ich quasi, wie kann man sagen, erst später kaufen konnte, jetzt und wollte. Und sie mir halt deshalb so lange zurücklegen lassen habe. Und jetzt ist es endlich so weit gewesen, dass ich sie mir geholt habe und sie dann mitgenommen habe. Und ich habe es kein bisschen bereut. Ich habe sie immer noch genauso gern gehabt. Oder habe sie noch genauso gern, wie ich sie auch hatte, als ich quasi das erste Mal da war und sie mir ausgesucht habe. Habe also quasi gleich gesagt, die nehme ich immer noch nach wie vor. So. Ja. Es handelt sich um eine Damiano Rovera. Das hatte ich in dem Video noch nicht gesagt. Das sollte ja eine kleine Überraschung werden. In dem Sinne vielleicht. Und ja, ein fantastisches Pfeifchen. Ich finde auch diesen Pfeifenmacher einfach toll. Also noch sehr jung. Sehr kreativ, finde ich, sieht man an den Pfeifen, und hauptsächlich ein absoluter Künstler, der handwerklich wirklich was drauf hat, das sieht man eindeutig, denn die Pfeife ist klasse verarbeitet. Und ja, wie ihr wisst, ist das ja der Sohn vom Dorelio Rovera, der unter dem Namen Ador bekannt ist und bereits schon sehr, sehr gute Pfeifen früher gebaut hat, und der das quasi jetzt in die Hände von seinem Sohn Damiano Rovera gegeben hat. Ja. So, und jetzt komme ich mal zu dem schönen Pfeifchen. So sieht die aus. Ja. Man sieht hier wunderschöne Bird Eyes auf der gesamten Hälfte der glatten Seite. Ja, wirklich vom Allerfeinsten hoch, auch unten drunter fantastisch, mit dieser wunderschönen Rustizierung hier auf der Seite, halbrund geschnitten, wie es hier vorne hingeht, und das lässt sich unheimlich gut in der Hand halten. Die Pfeife aus dem Mund, versteht er nicht besser so. Also sie lässt sich unheimlich gut in der Hand halten. Eine wunderschöne Handschmeichler. Gerade durch die Rustizierung, finde ich, hat man die so besonders gut in der Hand, weil sie einem dann nicht so leicht wegrutschen kann auf der Seite. Und sie hat auch hier
einfach ein wunderschönes Mundstück, finde ich. Diese Marmorierung in dem Mundstück. Ein breit geschnittenes Fishtail mit einer schönen Anpassung, mit einer schönen Korbe für den Biss. Sehr angenehmer Mund. Und auch absolut klasse verarbeitet. Ich versuche mal hier das so ein bisschen in den Raum zu stellen. Von vorne. Naja, also wie gesagt, wirklich super verarbeitet, auch am Biss. Man sieht hier schon diese wunderschöne Formgebung. Hier wird sie sehr schmal und dann breit nach oben hin. Mit dem D. Ausgemalt von Damiano. Finde ich auch sehr schön. Gerade auf diesem Mundstück ein richtiger Akzent. Und dann auch der Übergang am Holm hier mit diesem Acryl. Übergang aus weißem Acryl, vermute ich mal. Mit dem leichten Schwarz. Einfach nur ein Traum. Also finde ich irgendwie wirklich ein ausgefallenes, schönes Stück hier. Und ja. Ja. Kommen wir zum Rauchen. Geraucht habe ich sie bis jetzt auch schon. Die ist zwar noch nicht fertig eingeraucht, aber ich hatte das Vergnügen bereits und ich muss sagen, also ja, lässt sich wirklich toll rauchen. Ganz klare Sache. Man spürt sofort die Qualität beim Rauchen, finde ich. Also man, sie liegt einfach super im Mund. Angenehm, ganz dünn auch. Das Mundstück, man spürt es kaum im Mund. Hat einen tiefen Klang und sehr leichten Zug vom Widerstand. Wie gesagt, das nochmal kurz am Rande erwähnt. Das ist bei mir eigentlich klar, 9 mm erfiltert. Und trotzdem einen angenehmen Zugwiderstand, nicht zu viel. Und ja, am Anfang hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht recht schnell heiß wurde, obwohl ich sehr bedächtig natürlich geraucht habe extra, auch gerade beim Einrauchen. Aber also sie scheint halt eine Italienerin zu sein. Also man spürt das Temperament. Aber wenn man das bändigt, dann hört sich verrückt an, aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Also wenn man sie dann gebändigt hat und so ein bisschen so die Sympathie spielen lässt mit ihr und sich dann anfreundet, dann ließ sie sich wirklich super rauchen und auch kühl. Und wurde dann auch nicht mehr so heiß. Also das hatte ich nur am Anfang ein bisschen. Und ich denke, es wird dann noch viel besser werden, wenn sie fertig eingeraucht ist. Und ich habe sie eingeraucht mit einem Naturnamen-Tabak erstmal. Mit einem Larsen Nummer 32. Das war einfach nur klasse. Ist auch wirklich ein super Tabak. Das war übrigens auch eine Empfehlung vom Ralf, der ich da gefolgt bin. Und mir auf dessen Anraten quasi dann auch diesen Tabak geholt habe. Ja, es handelt sich hier übrigens um eine Damiano Armoni Italy. Und hier unten drunter, das kann man ganz schwer lesen, Fatamano steht hier drauf. Fata Amano, Entschuldigung. So, oben nochmal das Damiano, der Name. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich ein tolles Pfeifchen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und das war quasi das Pfeifchen, was ich im Savinelli-Vorstellungsvideo, der Savinelli-Leonardo, extra nicht so ausführlich beschrieben habe und nur mal angeschnitten habe, weil ich dafür noch ein ganz eigenes Video machen wollte und so eine kleine Überraschung sein sollte, weil ich denke, bei dem schönen Pfeifchen lohnt sich das, da auch mal speziell drauf einzugehen. Jetzt sieht man es vielleicht nochmal ganz gut im Licht, sehe ich gerade. Da die schönen Birdeye. Also ich finde sie wirklich klasse. Auch dieses Unregelmäßige hier von der Rustizierung, so richtig, ja, wie sagt man, wie die Natur. Nichts ist gleich und es handelt sich auch um Holz. Das sieht man auch ganz klar am Kopf oben, der so eine leichte Schwingung quasi im Schnitt hat oben, also nicht ganz gerade ist. Das ist mir auch erst gar nicht zu Anfang aufgefallen. Erst beim Rauchen, wo ich mir genau angeguckt habe. Und ja, ich
bin wirklich begeistert, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und eine absolute Italienerin hier, also ja, du bedarfst eigentlich keine weiteren Worte. Ich denke, ich werde noch viel Freude mit dir haben. Die liegt jetzt schon wieder super in der Hand. Da lege ich gerade meine Maiskolbenpfeife für weg. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ja. Das wollte ich euch auf jeden Fall vorstellen. Ein tolles Rauchgerät und wer sich für italienische Pfeifen, gerade italienische Freehands auch interessiert oder generell Freehands und dann auch sagt, er ist da offen, wo sie herkommen, dann kann ich auf jeden Fall diese Pfeifen von Damiano Rovera empfehlen. Also ich bin wirklich sehr angetan von der Pfeife. Das soll nicht heißen, dass es natürlich auch nicht andere gute gibt, da gibt es sehr, sehr viele. Aber wer sich dafür interessiert, ist auch auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von mir. Und ich habe auch das Gefühl, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie sehr vernünftig. Also man bekommt wirklich für das Geld eine sehr, sehr gute Pfeife. Im Verhältnis zu anderen Pfeifenbauern in diesem Segment auf jeden Fall im guten, ja, ja, wie sagt man, preisgünstigen, vernünftigen Preissegment für so eine gute Pfeife. Ja, das soll es auch von mir gewesen sein. Von meiner Maiskolbenpfeife und von hauptsächlich von meiner Rovera. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein kleines Video darüber zu sehen von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Wir haben ja jetzt Sonntagabend. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen den Abend genießen lassen. Auch mit Hilfe dieser Maiskolbenpfeife. Einfach ein witziges Gerät. Und ja, haltet euch tapfer und dann macht's gut. Ne? Tschüssi.